Die Menschen werden immer älter und das ist gut so. Aber dadurch steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen. Wer heute in der Pflege arbeitet, braucht sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen zu machen. Aber das erfordert auch ein ständiges Qualifizieren. So will man mit dem Pflegeforum eine Plattform schaffen, um Pflegepersonal über neueste Erkenntnisse und Anwendungsmöglichkeiten zu informieren. Wir freuen uns, dass wir am 1. März das Pflegeforum Schmerz in der Pflege hier am Standort Naumburg eröffnen können und veranstalten können. Das ist eine Veranstaltung für die Standorte Naumburg und Zeitz, jedoch auch für verbundene Kliniken, Partnereinrichtungen und Kooperationspartner. Und in der Vorbereitung haben wir versucht, eben sowohl bei den Referenten, auch interne Referenten, also Mitarbeiter, Mitarbeiter des Klinikums mit einzuladen und auch externe Referenten, um ein buntes Programm auch sehr interessant und fachlich qualifiziert zusammenzustellen. Es ist ein Pflegeforum, zu dem wir auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter des Klinikums eingeladen haben und natürlich auch Vertreter von den externen Einrichtungen. Wir freuen uns auf eine sehr interessante Tagesveranstaltung und hoffen, dass es zum Erfahrungsaustausch und zum allgemeinen Austausch gerade über die verschiedenen Themen sowohl im Bereich Schmerz als auch Pflege als auch allgemein im Gesundheitsbereich wir dort vornehmen können. Beim ersten Forum dreht es sich alles um das Thema Herausforderung Schmerz in der Pflege. Und gerade der Schmerz ist ein komplexes Phänomen, das viele Menschen beeinträchtigt. Kaum ein Gefühl macht sich so intensiv bemerkbar wie der Schmerz. Er kann uns beeinträchtigen und als unangenehm bis unerträglich empfunden werden. So Pflegedirektorin Ursula Seeger. Wir haben drei Schwerpunkte, in denen wir haben Fachvorträge. Und die Schwerpunkte sind der akute und der chronische Schmerz. Dann haben wir die Palliativmedizin und die Palliativpflege. Wir haben auch einen präventiven Ansatz. Und das hängt damit zusammen, dass unsere Mitarbeiter im Pflegedienst ja einen schweren Beruf haben. Und somit möchten wir ihnen auch die Möglichkeiten geben, mittels Rückenschule oder Yogaübung oder im Bereich der Kinästhetik ihnen Impulse geben, wie man auch rückenschonend arbeiten kann. Die Pflege am Klinikum Burgenlandkreis ist bereits heute sehr zukunftsorientiert. An jedem Standort gibt es sowohl eine Abteilung für Palliativmedizin als auch eine Abteilung für Schmerztherapie. Und mit diesen guten Konzepten des Klinikums möchte man auch gerne nach außen treten. Das ermöglicht zum einen die eigenen Erfahrungen weiterzugeben, aber auch die Erfahrungen aus anderen Krankenhäusern mit aufzunehmen. Die Premiere des ersten Forums war ein voller Erfolg. Vorträge, Workshops und Informationsstände. Den fast 300 Besuchern wurde ein interessanter und vor allem wissenswerter Tag geboten.